Die Aktion ist monatelang vorbereitet worden und geht derzeit über die Bühne, wenn alles nach Plan läuft. Die alte Donaubrücke Bethulen hat ausgedient und muss Platz für eine neue machen. Wie man sich vorstellen kann, kein leichtes Unterfangen im wahrsten Sinn des Wortes, denn immerhin gilt es, 850 Tonnen Stahl zu bewegen. Eine Zitterpartie für die Verantwortlichen und stundenlange Präzisionsarbeit. Nur langsam geht es an der Donau voran. Millimeter für Millimeter tasten sich die zwei sogenannten Pontons, die auf Schubschiffen befestigt sind, an die 100 Jahre alte Eisenbahnbrücke heran. Sie sollen die 850 Tonnen Stahl heben. Technische Schwierigkeiten haben das aber zunächst um Stunden verzögert. In der Früh mussten die Pontons noch einmal verstärkt werden, damit sie die tonnenschwere Last auch tatsächlich tragen. Das Heben der Brücke ist dann Präzisionsarbeit. Die Herausforderung ist natürlich auch, dass man muss sich das denken, es ist unmittelbar daneben die Straßenbrücke, nur 80 cm daneben. Das heißt, es ist de facto Millimeterarbeit mit Gewichten, die also weit über 800 Tonnen sind. Am Ufer wartet bereits die neue, mehr als 400 Meter lange Eisenbahnbrücke. Auf ihr sollen die Züge künftig weniger Lärm verursachen, weil die Schienen in Beton gelegt werden. Die Tragwerke werden in den nächsten Wochen ebenfalls von Pontons im umgekehrten Vorgang auf die Pfeiler gesetzt. Die alten Teile werden verschrottet. Man darf nicht vergessen, die Brücke ist bereits über 100 Jahre alt. Das heißt, das ist also ein Stahl, den man heute nicht mehr verwendet und wird also quasi verschrottet und dann natürlich wieder der Stahlproduktion zugeführt. Ende des Jahres soll die Brücke befahren werden können. Bis dahin wird die Straßenbrücke in Thulen immer wieder gesperrt, allerdings weiterhin nur stunden- und tageweise.